Ja, und nicht nur der Dürresommer im vergangenen Jahr hängt uns noch nach, sondern auch der extrem verregnete Herbst und Winter 2017, 2018. Ja, denn dadurch und durch die Trockenheit danach haben sich viele Böden verdichtet. 1300 Hektar Land bewirtschaften sie zwischen Wankendorf und Bonhövet vom Gut Perdöl aus. Die vergangenen 13 zu trockenen Monate und die extreme Feuchtigkeit davor haben auch auf den Äckern von Ludwig Hirschberg ihre Spuren hinterlassen. Einige Böden sind abgesagt, haben sich verdichtet. Unter anderem der, auf dem der Roggen steht. Noch wachsen die Pflanzen zwar so, wie sie sollen, aber Regenwürmer, die normalerweise auch für Auflockerung sorgen, gibt es hier bis in 30 cm Tiefe schon nicht mehr. Wenn man eben mit zu schweren Maschinen bei der falschen Witterung rüberfährt, wo man den Druck nicht verteilt kriegt, dann würde man sich hier einen Horizont reinziehen, der nicht wie Beton, aber schon sehr stabil wäre und wo dann die Wurzeln nicht durchkommen und wir das Wasser auch schwerer in den Unterboden kriegen. An einigen Stellen, besonders da, wo sie mit ihren tonnenschweren Schleppern fahren, hatten sie den sogenannten Verdichtungshorizont bereits. Der lässt Feuchtigkeit nicht von oben nach unten und, was schlimmer ist, nicht von unten nach oben. Wenn sie die Schicht nicht aufwendig mit einem Tiefenmeißel gelöst hätten, wäre dort nichts mehr gewachsen. Das Problem gibt es in vielen Gebieten des Landes, besonders dort, wo Landwirte während der extremen Nässe vor 1,5 Jahren auf die Äcker mussten. Bodenverdichtung ist immer ein Thema. Immer ein Thema, weil wir schwerer werdende Maschinen haben, großflächige Bearbeitung. Wir haben im vorigen Jahr oder vor 2 Jahren, als wir merkten, es ist zu nass, wir kommen nicht auf die Flächen, haben wir im Herbst einfach die Bodenbearbeitung eingestellt, haben dann die Lücken noch genutzt im Herbst, die da waren, wo wir schon vorarbeiten konnten, haben zum Teil auch gar keine tiefe Bodenbearbeitung gemacht nach Raps. Also das ist die Spielwiese, wo die betriebliche Kompetenz dann auch gefordert ist und wo man sich mit beschäftigen muss. Um ihre Böden auch während der Trockenheit zu schonen, haben viele seit Monaten mobile Reifendruckgeräte an Bord. Bevor es aufs trockene Feld geht, lassen sie Luft aus den Reifen ab. Denn es kommt nicht nur auf das Gesamtgewicht des Fahrzeugs an. Zum Ackern nehmen wir immer einen geringen Reifendruck von 0,8 bar, um eben möglichst wenig Bodenbelastung zu erzeugen durch die Maschine. Auf der Straße, auf dem Weg zu Hause, pumpen wir auf 1,6 bar. Eine dauerhafte Lösung ist das nicht, aber ein Mittel, um den Boden zu schonen und ihn nicht weiter zu verdichten. Denn solange das Wetter so extrem ist wie in den vergangenen 2 Jahren, müssen Sie besonders auf ihn achten. Denn Ihr Boden ist Ihr Kapital.